50 Jahre, ein halbes Jahrhundert. Ping-Pong, Tischtennis, Table-Tennis, Tennis de Mesa. Da kann man schon mal ein bisschen wehmütig werden, zurückblicken auf das, was war. '65, '66 gab es zunächst einmal in dem kleinen 800-Seelendorf Spardorf bei Erlangen, wo ich aufwuchs, nicht mal einen Sportverein. Eine Familie aus Coburg, die sich ein Haus hier gekauft hatte, die waren völlig baff. Der Vater Tischtennis begeistert, die Töchter Tischtennis begeistert. Und nun das. Gott sei Dank war das ein sehr engagierter, rühriger Mann namens Kurt Greiner. Und man hatte auch im Keller einen Tischtennistisch stehen. Und der organisierte das. Der Deal war, wie jetzt, Tischtennis? Wenn schon, dann brauchen wir natürlich zunächst einmal ein Fußballteam. Er organisierte das mit dem Deal, okay, lass uns einen Verein gründen, ich helfe euch mit, ich bringe das in Schwung mit einer Fußballabteilung, aber auch Tischtennis. Am 2. Juli, also etwas mehr als vor 50 Jahren, war es dann soweit, es kam zu einem ersten Freundschaftsspiel zur Vorbereitung auf die erste Saison, zu der man in der untersten Liga, die es damals gab, gemeldet war, bei den U18, bei den Jugendspielern. Und wir spielten gegen die Spielvereinigung Erlangen, die seit vielen Jahren schon eine sehr gute Fußballmannschaft hatte, aber eben auch Tischtennis nicht ganz so gut. Im Tischtennis war eigentlich immer bei den Herren der TV 48 Erlangen top. Mit dem großen Macher Dr. Peter von Pierer, der Bruder von Heinrich von Pierer, dem späteren Siemens-Chef. Die beiden Pierers waren sehr gute Tennisspieler, aber Peter von Pierer auch noch Nationalspieler, kurz nach dem Krieg für Deutschland im Tischtennissport, Weltmeisterschaftsteilnehmer und 1948 zusammen mit Herbert Marx waren die beiden die ersten deutschen Jugendmeister im Tischtennis-Doppel, die es überhaupt gab nach dem Krieg. Er hatte eine große Rechtsanwaltskanzlei und baute die Tischtennisabteilung beim TV 48 auf oder hielt sie am Laufen, unterstützte sie nach Kräften. Wir also, VDS Spardorf, spielten zunächst einmal gegen die Spili, wie die bei uns hieß. Und ich erinnere mich, mein erstes Einzel, das habe ich gleich mal gewonnen. Danach kamen erst mal jede Menge Niederlagen.
Es entspricht wohl schon einigermaßen den Tatsachen, dass wir damals eine der schlechtesten Jugendmannschaften Bayerns waren. Aufstellung in der Regel an 1 meine Wenigkeit, Reinhard Steinbrecher, aus der Schulstraße 5, an 2 Polster. Und jetzt geht's schon wieder los. Das waren 3 Brüder. Der ganz große Rudi, der mittlere Herbert, ja. Und in meiner Mannschaft der jüngste, der Walter Polster. An 3, übrigens alle auch aus der Schulstraße, meine Nachbarn direkt schräg gegenüber. An 3 wurde es dann schon brenzlig. Da spielte der Reinhold Schuster, wenn er denn Zeit hatte, weil das war eigentlich einer der besten Fußballer im Dorf. Und wenn nicht, dann spielte Dietmar Bartsch, der übrigens bis heute beim VDS Spardorf ist. Den Verein gibt es noch. Gelegentlich haben sie Schwierigkeiten, überhaupt 6 Mitglieder zu halten. Aber es gibt die noch. Und an 4 Wolfgang Schmuck, der wohnte genau mir gegenüber, auch in der Schulstraße. Also 3 von 5 Spielern dieser Mannschaft aus einer und derselben Straße. Wobei auch die Polsters einen eigenen Tisch hatten, den sie bei schönem Wetter im Garten aufbauten. Und ich als so 14-Jähriger stand dann immer neidisch am Gartenzaun und schaute zu, wie die spielten. Und sehr selten, manchmal hatte ich dann den Mut zu fragen, ob ich denn mitspielen dürfte. Ja, und sie haben mich schon mitspielen lassen, aber mehr aus Höflichkeit, und ich konnte es ja nicht. Ich hatte quasi bis zu meinem 14. Lebensjahr nie einen Schläger in der Hand gehabt. Ursprünglich wollte ich eigentlich auch viel, viel lieber Tennis spielen, aber das war überhaupt nicht denkbar. Tennis war zu der Zeit, 1965, 66, ein Sport fast ausnahmslos für gute Mittelklasse. Die Aufnahmegebühren und die Monatsbeiträge waren für Normalsterbliche viel zu hoch. Mein Vater hätte das nie bezahlt. Und in Erlangen spielte aber zu dieser Zeit Karl Mailer, deutscher Meister und Davis Cup Spieler für Deutschland. Und für mich war das eine gute Gelegenheit, ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Dort gab es irgendwelche ältere Damen, die mit Sport eigentlich so gut wie nichts am Hut hatten, aber aus Gründen der Ich gehöre zur High Society Einstellung da spielen mussten, so wie man heute Golf spielt. Das gehört zum Image für die Nobleren. Und die waren da also auf dem Platz gestanden, haben die Bälle sich hin und her gespielt und haben irgendwelche Schüler engagiert, ihnen die Bälle aufzuheben. Da habe ich also als Balljunge zum einen richtig gutes Taschengeld verdient. Da gab es ein bisschen was. Für damalige Verhältnisse spitze.
War grässlich, diesen alten Ladies zuzuschauen, die völlig unfähig waren, sich vernünftig zu bewegen und auch gar keinen Bock drauf hatten, sich vernünftig zu bewegen. Aber ich schielte immer rüber auf den Nebenplatz, wo Karl Mailer trainierte, der Star. Lernte auch schnell ein paar sehr talentierte Tennisspieler aus Erlangen kennen, die auch im Förderprogramm des Bayerischen Tennisverbands waren. Aber, wie gesagt, es war nicht denkbar, dass ich Tennis spielen konnte. Finanziell nicht machbar. Und das war der Grund, wieso ich dann ein bisschen mit Tischtennis liebäugelte. Denn der erste Schläger, den ich bekam, kostete 2,95 Mark. Das war ein Holzbrettler, wie man das damals nannte. Mit kurzen Noppen, aber ohne Schwammunterlage. Und damit legte ich los. Und im Prinzip der einzige Trainingspartner, den ich in Spadorf hatte, der ein bisschen die Bälle zurückbrachte, das war dieser Walter Polster. Die drei Polsters waren damals recht gut für Spadorfer Verhältnisse. Aber durch entsprechenden Trainingseifer hatte ich den schnell überholt. Und jetzt kommt's. Dieser Walter Polster hat nur mit der Rückhand so gespielt. Jeden Ball so zurückgeschupft. Jeden Ball. Also man konnte nicht mal von Verteidigung reden, sondern von sich erschupfen. Und ich habe mit meinem Brettler, mit meinen kurzen Noppen ohne Schwamm, jeden Ball mit der Vorhand erlaufen, überhaupt keine Rückhand gespielt, jeden Ball mit der Vorhand erlaufen und geschossen. Also so eine Art, ja, zwischen gedrückt, halb gezogen, richtig ziehen konnte man mit diesen schwammlosen kurzen Noppen gar nicht, so umgeklappt Vorhandschuss. In der Bewegung ziemlich ähnlich mit dem normalen, geraden Vorhandschuss. Und das ist deswegen natürlich sehr amüsant, weil jeder, der mich kennt, weiß, genau diesen Schlag kann ich seit ewigen Zeiten überhaupt nicht mehr. Nicht einmal, wenn der Ball liegt, nicht einmal beim Elfmeter, geschweige denn sonst. Der Vorhandschuss, dieser Vorhandschuss aus dem Jahr 1965, der ist psychisch verschüttet. Warum das so gekommen ist, ein andermal. Und tschüss und schönen Tag und gute Zeit und viel Spaß, wenn ihr auch Tischtennis spielt oder meine Tischtennis-Videos guckt.